Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ubi Tested. Ich habe für euch heute einen ganz besonderen VW Golf Variant dabei, nämlich den 1,5 Liter TSI Blue Motion. Und warum der vermutlich der intelligenteste Verbrenner ist, den Volkswagen je gebaut hat, das verrate ich euch heute in dem Video. Viel Spaß! Ja, dann schauen wir uns den VW Golf Variant doch einmal genauer ein als Blue Motion Version. Und zwar das erste, was wir schon sehen, das schöne Tagfahrlicht hier, der neuen LED-Scheinwerfer, der Voll-LED-Scheinwerfer, die optional adaptiv sind und hier tatsächlich die adaptive Ausführung auch verbaut ist. Erkennbar ist diese Variante aktiv Lightning tatsächlich an diesen Doppelwinkeln. Tagfahrlicht, der normale LED-Scheinwerfer hat lediglich nur einen Winkel. Ansonsten die Blue Motion Variante gibt sich sehr unauffällig. Einziges wirkliches Erkennungsmerkmal ist hier diese blaue Strebe, die sich durch den Kühlergrill zieht. Zusätzlich natürlich der Blue Motion Schriftzug und eine komplett schwarze Abdeckklappe gefühlt oder Abdeckvorrichtung, die wir hier haben. Schauen wir uns den Golf doch noch mal ein wenig im Profil an. Da sehen wir auch schon ganz klassische Proportionen, typisch VW Golf, unaufgeregt, glatte Linien, zwar einige Sicken und Kanten, die jetzt der Golf 7 mit sich bringt, aber ansonsten nichts Aufregendes. Sehr, sehr klassisch, auch ein klassisches Kombi-Heck, nicht irgendwie stylisch, deutlich stärker abfallend. Etwa der Ford Focus hat hier das schon mal eine deutlich flachere Dachlinie, wirkt deutlich dynamischer als der biedere VW Golf, den wir jetzt hier haben. Mir persönlich gefällt aber mit dieser Modellpflege das Ganze wirklich richtig, richtig gut, was wir hier so sehen. Auch am Heck mittlerweile, ja, einfach klassisch das Ganze, die Auspuffrohrblenden, die wir hier unten angedeutet haben. Naja, Fake-Auspuffrohrblenden sind in, somit ist auch der Golf in, würde ich einfach mal sagen. Und dann würde ich auch meinen, was Wichtigste, was wir uns als erstes anschauen, ist ganz klar der Kofferraum. Ja. Dann schauen wir uns noch einmal den Kofferraum an, hier vom VW Golf Variant. Ganz klar, sehr, sehr quadratisch, gut aufgebaut, sehr eben. Wir haben hier auch die Ladekante angenehm tief. Der Ladeboden ist nicht ganz so hoch wie im Ford Focus. Das heißt, da geht es mehr eben. Wir haben hier eine kleine Stufe drinnen. Hier unten keinen Doppelladeboden, sondern hier ist ein Notrad verbaut beim VW Golf. Was mir besonders gut gefällt, wenn wir uns dieses Rollo hier anschauen, hier ist es tatsächlich einmal nur drücken und es fährt in eine Stufe und nochmal drücken, dann fällt es nach hinten. Wenn wir aber jetzt schauen, wichtiger ist natürlich, was geht denn überhaupt hier in das Ganze rein? Wir haben 605 Liter Standard Kofferraumvolumen beim VW Golf und 1620 Liter Maximalvolumen beim Golf. Wir haben ja hier unser kleines Maßband. Bei den Innenabmessungen fällt gleich auf, dass der Golf merklich schmaler ist. Wir haben hier 100
cm Innenraumbreite. Bei der Laderaumtiefe haben wir 103,5 cm Laderaumtiefe. Wenn wir jetzt hier per Fernentriegelung die Lehne umklappen und dann bis nach vorne messen zum Beifahrerlehne, dann können wir bis zu 1,83 m hier durchladen. Das habe ich jetzt schon ausgemessen. In der Praxis kann ich schon mal so viel berichten, dass ich selber mit dem Kofferraum hier sehr gut zurechtkam, was wirklich alles reingegangen ist. Der Zwillingsbuggy ging einwandfrei rein, der Zwillingskinderwagen würde auch reinpassen, der TFK, den ich sonst immer benutzt habe. Reisegepäck geht auch wunderbar rein und sehr, sehr gut ist natürlich, dass das Ganze sehr quadratisch aufbaut. Also hier macht der VW Golf auf alle Fälle alles richtig. Ja, wir setzen uns mal hier hinten hinein in den Golf-Variant. Auch hier fällt schnell auf, wir sitzen sehr, sehr komfortabel. Wirklich schön ausgeformt, vor allem die Rückbank, das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Kopfstütze lässt sich ausreichend weit hinausziehen. Hier haben wir sogar noch einen kleinen Kleiderhaken untergebracht hier vorne. Was auffällt wirklich, und das ist der erste Eindruck, der sofort präsent ist, wir haben hier, der Sitz ist natürlich wieder auf meine Größe von 1,78 eingestellt, deutlich weniger Knieraum als im Focus. Der Focus hat deutlich mehr Knieraum. Ich habe hier, stoße ich mit den Knien auf alle Fälle schon komplett an der Lehne an. Das sieht man dann auch sehr, sehr schön beim Reboarder Kindersitz, und zwar bei dem Maxi Cosi Milo Fix, den ich hier verbaut habe von mir. Da sieht man es auf alle Fälle sehr deutlich. Der sitzt direkt schon an der Lehne, wenn der Sitz genau auf diese Körpergröße von mir eingestellt ist. Und dann haben wir schon das große Problem, dass mit dem zweiten Reboarder hinter dem Fahrersitz wird es sehr, sehr eng. Insgesamt aber auch ein tolles Sitzgefühl hier. Vor allem auch die Fensterflächen sehr groß. Das freut die Kinder, weil sie wirklich rausschauen können. Leider keine Rollos hinten drinnen. Das würde ich mir wünschen als Familienvater. Sehr großer Vorteil hier gegenüber dem Focus ist allerdings, wir haben hier eine Belüftung. Wir haben hier Lüftungsaustritte, die regulierbar sind mit Auf- oder Zu. Temperaturregulierung zwar nicht. Wir haben ebenfalls hier leider keine USB-Anschlüsse oder sogar eine 12-Volt-Buchse fehlt hier hinten. Da hätte Volkswagen auf alle Fälle nochmal deutlich nachlegen müssen. Nachlegen müssen sie hoffentlich nicht, wenn wir uns weiter vorne hinsetzen, aber das schauen wir uns jetzt an. So, dann schwingen wir uns hier hinter das Lenkrad. Auch hier ein 3-Speichen-Lenkrad, beheizbar, sehr, sehr schön. Von der Höhe und der Tiefe auch perfekt anpassbar. Ganz toll wirklich hier die Sportsitze, die hier verbaut sind. Es gibt auch Ergo-Active-Sitze, also Ergonomie-Sitze gegen einen geringen Aufpreis. Würde ich auf alle Fälle empfehlen. Da ist dann auch zum Beispiel die Schenkelauflage ausziehbar. Es gibt eine Massagefunktion und die Sitzverstellung ist elektrisch. Das passt also das Ganze nochmal schöner an. Aber nichtsdestotrotz, das Ratschensystem hier für die Höhe ist optimal. Auch das Drehrad hier für die Lehnenverstellung perfekt. Die Kopfstützen lassen sich perfekt in der Höhe einstellen. Auch hier überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, alles sitzt und passt im VW Golf Variant. Ja. Schauen wir uns den Innenraum an vom VW Golf Variant. Was auffällt, ist typisch VW. Wir haben eine super klare und einfache Struktur in der Bedienung. Alles ist wirklich da, wo man es vermutet und wo es hingehört. Hier merkt man auch gleich auf den ersten Blick, dass das Fahrzeug sicherlich nicht zu der neuesten Generation gehört, denn wie wir wissen, mittlerweile neue Fahrzeuge setzen schwer auf freistehende Displays. Hier haben wir es noch wunderschön in diesen Armaturenträger hier integriert. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wir sehen hier die Highline-Ausstattungsvariante. Das ist auch die höchste Ausstattungslinie bei Volkswagen, die wir hier haben. Fangen wir doch einfach mal an. Das Lenkrad, 3 Speichen, klassisch, schon seit Jahren so bei Volkswagen. Hier gibt es eigentlich keine Probleme mit der Bedienung. Links der Bediensatellit für den Tempomaten sowie die Abstandsregelung, die wir haben, und die Laut-Leiser-Einstellung fürs Audiosystem. Rechts dann Audio, Bordcomputer und Telefonbedienung. Zudem haben wir hier das Active Info Display verbaut, ein voll digitales, hochauflösendes Kombi-Instrument. Sehr schön, kostet allerdings rund 500 € Aufpreis, ist in meinen Augen aber den Aufpreis wert.
Kleiner Punkt allerdings, und das sollte man gleich vorweg sagen, wer das große Active Info Display haben möchte, muss wohl auch leider zwangsweise zum großen Navigationssystem Discover Media Pro greifen, was wir hier haben. Nochmal von vorne, wir fangen nochmal neu an. So, willkommen an Bord des VW Golf Variant in der Highline-Ausstattungsvariante, die höchste Ausstattungslinie, die Volkswagen uns hier bietet. Was uns auffällt, ist als erstes, dass wir eine super klare, einfache Struktur hier haben im Fahrzeuginnenraum. Alles befindet sich dort, wo wir es vermuten. Wir können das Fahrzeug mittlerweile komplett blind quasi bedienen. Da gibt es überhaupt keine Rätsel auf. Wir haben hier ein schönes Klimabedienteil in der Mitte integriert. Der Bildschirm vom Discover Pro Navigationssystem, dem höchsten System, ist hier noch eher tief integriert, aber dafür sehr schön hier in diesen Armaturenträger eingelassen. Und das macht für mich auf alle Fälle schon mal einen wertigeren Eindruck als diese freistehenden Displays, die jetzt mittlerweile leider angesagt sind, auch wenn sie natürlich von der Ablesbarkeit besser sind, weil sie besser im Blickfeld liegen. Wir haben hier ein Active Info Display, ein voll digitales Kombi-Instrument. Das kennen wir mittlerweile ja auch schon seit ein paar Jahren. Immer noch wirklich up to date, schön aufgelöst, fehlt sich gar nichts. Der Aufpreis von rund 500 € ist hier gerechtfertigt in meinen Augen. Das Lenkrad ist klassisch. Dem einen oder anderen geht es mittlerweile schon auf den Senkel, weil man es tatsächlich schon so häufig kennt. Ich finde es immer noch einfach wirklich gut und top. Da fehlt sich gar nichts. Wirklich schönes, weiches Leder hier. Beheizbar gegen Optionen. Kleine Schaltpedal haben wir dahinter. Links runter, rechts hochschalten. Dann dahinter die Armaturen für Blinker, Wischerbedienung. Die Lenkradeinstellung ist auch hier. Den Lichtterminal haben wir hier links. Ansonsten fällt hier auch gar nichts mehr auf, was uns wirklich irgendwie fremd vorkommt. Die Materialien, die Volkswagen verwendet, muss man einfach sagen, sind wirklich schlicht und ergreifend wirklich sehr, sehr gut. Alles ist sauber verarbeitet, schön aufgeschäumt, da fehlt sich gar nichts. Okay, diese schwarzen Hochglanzapplikationen mag ich grundsätzlich nicht, weil sie sehr schnell staubig und kratzig und solche Kratzer anziehen. Aber nichtsdestotrotz, das ist immer noch, kann man sagen, wirklich, wirklich fein gemacht. Auch sehr fein gemacht sicherlich das Navigationssystem. Wir haben hier das Discover Pro, das große Navigationssystem mit dem großen Bildschirm. Ich persönlich würde lediglich das kleine System, das Discover Media, nehmen, denn dann habe ich zwar einen kleineren Bildschirm, habe aber dafür noch einen manuellen Drehknopf für lauter und leiser, sowie die Tracks verändern. Das ist für mich persönlich immer noch besser als diese Touch-Bedienung, auch wenn sie hier wirklich einwandfrei funktioniert. Schön hier diese Homescreen, den wir haben mit dem großen Navigationskarte. Hier können wir dann diese kleinen Kacheln, können wir uns auch individuell einstellen, wenn wir das wollen. Wir können uns hier zum Beispiel dann das Audio hinholen oder aber dann tatsächlich hier den Bordcomputer oder aber wir tun hier das Telefon hinein. Also das kann sich jeder individuell zusammenstellen, wie er es denn möchte. Sehr schön gelöst. Es gibt auch, wer das mag, eine Wischgestik kann man haben. Ich persönlich finde das eher eine Spielerei. Ich habe es auch nie wirklich genutzt. Dafür nutze ich eher häufiger eine Sitzheizung und die Lenkradheizung. Wärmstens zu empfehlen. Meins wäre jetzt noch, was ich noch empfehlen würde, ist eine beheizte Windschutzscheibe, die wir hier nicht verbaut haben, aber gerade wer das Auto draußen stehen hat, der wird wirklich glücklich sein, wenn es dies gibt. Start-Stopp-Knopf haben wir hier angebracht, hier ist der DSG-Wählhebel, wir haben hier die Start-Stopp-Funktion, die wir deaktivieren können, wir können das PDC hier deaktivieren und den Parkassistenten uns herholen, wenn wir das wünschen. Die elektronische Parkbremse haben wir hier und auch eine Auto-Hold-Funktion, sehr, sehr gut bei Automatik. Und die Armlehne ist in Länge verschiebbar und in der Höhe einstellbar, auch sehr, sehr praktisch. Ja, es gibt hier nicht mehr viel zu sagen, also würde ich sagen, fahren wir los. In der heutigen Zeit ist es ja besonders wichtig, hier mit Kraftstoff gut und sparsam zu haushalten. Und da hat Volkswagen sich gedacht, hey, wir bringen doch jetzt einfach mal eine ganz besonders sparsame Variante für den VW Golf auf den Markt. Und zwar den 1,5 Liter TSI Blue Motion.
Ja, aber was ist jetzt anders beim Blue Motion gegenüber dem normalen 1,5 Liter TSI? Relativ einfach erklärt, wir haben erstens einen komplett anderen Abgasturbolader und zwar mit einer variablen Turbinengeometrie hier verbaut. Wir haben ein höheres Verdichtungsverhältnis dank Miller-Brennverfahren. Wir haben eine aktive Zylinderabschaltung und wir haben in Verbindung mit dem Doppelkupplungsgetriebe eine Segelfunktion, bei der der Antrieb komplett abgeschaltet wird. Das heißt, der Motor geht aus im Segeln. Dass da natürlich weiterhin alle Aggregate laufen, dafür hat Volkswagen gesorgt, indem sie eine kleine Lithium-Ionen-Batterie verbaut haben, die mit genügend Strom durch Rekooperation immer wieder aufgeladen wird und somit nicht ein wirkliches Hybridsystem bietet, denn das Bordnetz besteht weiterhin aus 12 Volt im Gegensatz zu den Mild-Hybrid-Systemen, die meist auf 48 Volt-Basis arbeiten. Ja, aber wie fährt sich das Ganze denn dann im Alltag? Das ist ja das Entscheidende natürlich. Im Alltag fällt auf alle Fälle auf, der Motor ist sehr, sehr ruhig in den unteren Drehzahlbereichen bis 3000 Umdrehungen. Da fehlt sich gar nichts. Man hört ihn kaum. Kraft ist auch schon bereits unter 2000 Umdrehungen genügend vorhanden. Die 200 Newtonmeter maximales Drehmoment stehen auch laut Werksangabe zwischen 1400 und 4000 Umdrehungen zur Verfügung, also über ein sehr breites Spektrum. Und die 130 PS reichen auch aus, um hier mit dem gut 1,4 bis 1,5 Tonnen schweren Volkswagen Golf auf alle Fälle flott voranzukommen. Wer die Daten haben will, 9,5 Sekunden geht es auf 100, 211 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Beim Spritverbrauch sage ich gleich eins vorweg. Und genau das ist eigentlich auch hier der Knackpunkt an dem Antrieb. Wer diesen Antrieb sparsam fahren möchte, der muss auf alle Fälle sehr vorausschauend fahren und muss sich auf diese Technik einlassen. Denn nur dann, wenn ich tatsächlich genügend vorausschauend fahre und die Segelphasen mit abgeschaltetem Antrieb effizient nutze und auch im Teillastbetrieb oft im Zweizylindermodus laufe, dank der Zylinderabschaltung, der kann wirklich Kraftstoff sparen. Und das habe ich mir auch einfach mal vorgenommen und bin auf einer Verbrauchsrunde wirklich ruhig gefahren von 100 Kilometer und kam tatsächlich auf 5,1 Liter. Ganz ehrlich, brauchen wir jetzt gar nicht reden, 5,1 Liter ist ein Top-Wert und das in einem absolut alltagstauglichen Benziner. Und das Ruhige steht dem Wagen auch fahrwerkstechnisch sehr gut. Es ist ein super ausgewogenes Fahrwerk, federt sehr, sehr schön. Die Lenkung ist leichtgängig, bietet noch eine gute Rückmeldung und ist angenehm direkt. Ja, das Ende der Dienstfahrt mit dem VW Golf Variant 1,5 TSI Blue Motion. Langer Name für ein sehr intelligentes Antriebskonzept, was hier verbaut wurde. Besonders tatsächlich ist es etwas, wo ich sage, der Käufer, der sich so einen Blue Motion TSI holt, sollte in jedem Fall ein wenig technikversiert sein. Und er sollte auch versuchen, diese Technologie intelligent in seinem Fahrstil unterzubekommen, denn dann sind tatsächlich Verbräuche von 5, möglich und das ist für einen TSI, vor allem für einen Benzin-Direkteinspritzer, doch sehr beachtlich, zumal wir auch hier mittlerweile mit Otto-Partikelfilter auch komplett sauber sind und nachhaltig in gewisser Hinsicht. Mir persönlich gefällt besonders gut diese Schlichtheit, einfach der Golf-Variant fällt nicht im Straßenbild auf, stößt weder dem Nachbarn auf oder aber er leistet sich gravierende Schwächen. Die einzige und wirkliche Schwäche ist in meinen Augen weiterhin das Doppelkupplungsgetriebe DSG, welches mich einfach schlicht oftmals in den Wahnsinn treibt mit seinem verzögerten Ansprechverhalten. Und deswegen würde ich grundsätzlich hier zum Handschalter greifen. Bei der Ausstattung sollte jeder gucken, wie er es macht, denn 38.800 Euro rund, was unser Testwagen kostet, das ist eine Stange Geld für einen VW Golf Kombi und das leistet man sich nicht so einfach als Familienvater mit Zwillingen. Platz bietet er jedoch dafür genügend.
Wobei er zeigt, dass mittlerweile er ein bisschen angestaubt ist, was die Platzverhältnisse im Fond angeht. Es fehlt einfach schlicht ein wenig an Details, die mittlerweile bei den Konkurrenten schon vorhanden sind. Aber er macht seine Sache trotz der Jahre, die er auf dem Buckel hat, äußerst gut. Und es wird sehr, sehr interessant sein, wenn der Nachfolger kommt, was Volkswagen da dann auspackt. Intelligente Antriebe bieten sie auf jeden Fall. Und ich fand es eine sehr interessante Zeit mit dem TSI. Was denkt ihr denn zu dem Ganzen? Wie gefällt euch ein VW Golf-Variant? Ist es schlicht einfach nur ein biederes Fortbewegungsmittel? Oder wäre so ein intelligenter Antrieb sogar was für euch da draußen? Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein wenig diskutieren. Ich würde mich drüber freuen und sag Tschüss und Servus, euer Ubi.